Die Märkte werden wieder mit Geld überflutet und vielleicht steht Bitcoin bald bei 100.000 Dollar und Gold bei 5.000 Dollar. Was jetzt auf den Finanzmärkten genau passiert, das erfahrt ihr in diesem Video. Und selbstverständlich sprechen wir auch über die Verhaftungsgerüchte über Donald Trump und was das jetzt für die amerikanische Politik bedeutet. Das arbeiten wir heute aus. Mein Name ist Deutsch Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnagel und das Wichtigste ist heute nicht Donald Trump. Das Wichtigste sind nicht die fallenden Banken, sondern das Wichtigste am heutigen Tag ist, heute um 19 Uhr live dabei zu sein, wenn Benjamin und ich ein Live-Webinar abhalten werden. Noch gibt es Plätze unten dran zum kostenlos Anmelden. 90 Minuten geballter Content. Wir gehen darauf ein, was mit den Immobilien in Deutschland und Europa passiert, wie die Enteignung von sich geht. Wir gehen auf die Bankenkrise ein. Wir zeigen euch die größten Chancen in den Aktienmärkten, aber auch im Gold- und Bitcoin-Bereich. Und da muss man mit dabei sein. 90 Minuten kostenloser, geballter Content. Wir können offen sprechen, können euch offen Informationen geben, die wir haben und in diesem Format hier nicht machen können. Deswegen unbedingt mit dabei sein, jetzt noch einen Platz sichern. Benjamin, natürlich in den USA Invest in Best noch nicht ganz so gut angekommen. Deswegen muss man sagen, ist hier das schlagende Thema schlechthin nach wie vor Donald Trump und seine bevorstehende Verhaftung. Und da ist für mich eine Sache sehr, sehr auffallend, Benjamin. Dort will man die Menschen hinlocken, dort sollen sie hinsehen, dort will man wieder einmal ein Stück weit ablenken und niemand anderer als Donald Trump selbst hat das Gerücht oder die Information gestreut, dass eben seine Verhaftung in Kürze bevorstehen würde. Just in jener Woche, als er bei YouTube, als er bei Facebook wieder freigeschalten worden ist, in jener Zeit, aus allen Social Media Kanälen, wo Donald Trump wieder Zugang bekommen hat, soll die Verhaftungswelle gegen ihn oder die Verhaftung von ihm stattfinden. Und da muss man sich schon im Klaren sein, sollte das stimmen, ja, dann haben wir nicht nur einen Bürgerkrieg in den USA, dann haben wir eine Spaltung, die wir seit vielen Jahrhunderten in den USA nicht mehr gesehen haben. Dann bleibt kein Stein auf den anderen. Und deshalb, ich denke, Herr Benjamin, eines muss man ganz klar sagen, Donald Trump ist im Wahlkampf, Donald Trump ist im Vorwahlkampf und Donald Trump ist jemand, ist der Löwe unter den Politikern, das muss man ganz klar sagen, der sich immer wieder neu erfinden kann. Und hier sieht man, wie er sich neu erfunden hat und hinter sich Massen versammelt. Eine Sache muss man sagen, Donald Trump hat sich natürlich schon in vielen Bereichen schuldig gemacht. Er hat sich schuldig gemacht, keinen neuen Krieg als einer der ersten Präsidenten seit vielen Jahrzehnten angefangen zu haben. Er hat sich schuldig gemacht, Friedensabkommen mit dem arabischen Raum, im arabischen Raum und Israel auf den Weg gebracht zu haben. Er hat sich schuldig gemacht in vielen Dingen, wo er Frieden und nicht Waffen in die Welt gebracht hatte. Das, ob ihn das ins Gedächtnis bringt oder nicht, werden wir sehen. Faktum ist aber eines, dass wir derzeit auf der ganzen Welt dasselbe Bild sehen. Teile und herrsche. Wir sehen die Haftandrohungen gegen Wladimir Putin, ein internationaler Haftbefehl gegen ihn wurde erlassen. Deutschland, der deutsche Justizminister, spricht gar davon, dass er ihn, wenn er deutsches Staatsgebiet betreten würde, durchsetzen würde, also Wladimir Putin verhaften würde, nachdem Annalena Baerbock, die Außenministerin, gesagt hat, dass wir im Krieg gegen Russland sind. Und da muss man sagen, das ist Rhetorik, die man von sich Politikern sich wünscht. Das führt in einen Frieden hinein und am Ende des Tages ist das Spiel überall dasselbe. Teile und herrsche, dann schauen die Menschen dorthin, wo du sie haben willst, dann sind sie emotional genau dort, wo sie haben will und dann kommen die Dinge durchsetzen, wie wir derzeit im Bankensystem sehen, wo es um nichts anderes geht als um die Einführung der digitalen Währungen, der digital konzentrierten Sklavenwährungen, die uns alle dann am Ende des Tages einholen sollen in die großen Bankinstitute. Das Thema Bankinstitute, da müssen wir wieder heute über ganz was Wichtiges sprechen, Leute. Denn wir sprechen über die Federal Reserve und fünf weitere Zentralbanken der Welt, die auch diese Woche eine koordinierte Maßnahme angekündigt haben, jetzt wieder die Dollarliquidität via den sogenannten Swap Lines zu erhöhen. Und natürlich, kein Mensch weiß ja, was sind denn diese Swap Lines eigentlich? Und da wollen wir heute ein bisschen aufklären. Diese Swap Lines kommen dann zustande oder werden dann von der Zentralbank Fed über die ganze Welt hinaus aktiviert, wenn es eben im Finanzsystem zu Liquiditätsproblemen kommt und anfängt, das Ganze, die ganze Maschinerie auszutrocknen, wenn es eben einen sogenannten Run auf US-Dollars derzeit gibt. Und jeder, was wir derzeit wieder weltweit sehen, im Zuge der Bankenkrise seit der Pleite von der Silicon Valley Bank, dass viele ihre Anlagen jetzt wieder verkaufen und viele, viele den Dollar wieder kaufen. Und nicht unbedingt nur den Dollar, sondern eben diese sogenannten US-Staatsanleihen, in Englisch die US Treasuries. Und wir haben ja gesehen, dass ein massiver Run wieder auf diese Staatsanleihen stattfindet, weil eben jeder möchte irgendwo sein Geld parken. Und das machen sie primär mit Dollars in diesen Staatsanleihen. So, und um eben quasi ein Austrocknen von diesem Euro-Dollar-System zu verhindern, das ist ganz wichtig für euch zu verstehen, es gibt zwei Dollarmärkte, einmal den Markt in den USA, den Dollarmarkt, und noch viel den größeren Dollarmarkt, der ist weltweit und ist in das Euro-Dollar-System, die Dollars außerhalb der USA.
Und deswegen versorgt jetzt die Fed die ganze Welt über die Zentralbanken, beziehungsweise die fünf wichtigsten Zentralbanken, die Bank of England, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank und natürlich die Bank of Japan, habe ich glaube ich schon gesagt, die versorgt ihr jetzt mit US-Dollars und daher wird es zu diesem Liquiditätscrunch vielleicht auch gar nicht mehr kommen, weil eben jetzt viele, viele Dollars in der Welt zirkulieren. Und da blenden wir jetzt eine Grafik ein und zeigen euch mal, wie diese Swaplines ausschauen und wie diese Swaplines auch angewendet werden. Und wir sehen eines, was sehr, sehr auffällt in dieser Grafik, dass jedes Mal, wenn die Swaplines angewendet werden von den Zentralbanken außerhalb der USA, ist de facto die US-Wirtschaft in einer Rezession. Also wir sehen schon, das ist eine absolute Rettungsmaßnahme schon wieder, ein Notfallsystem. Und das macht man in der Regel nur von einer Rezession. Und wenn wir also wirklich in einer Rezession sind, dann sollten wir wissen, dass das natürlich extreme Auswirkungen nach wie vor auf die Märkte haben kann und eben nicht alles gleich wieder durch die Decke geht, so wie das so viele derzeit hoffen. Hannes, dann schauen wir vielleicht jetzt noch eine Grafik an, und zwar, wann diese Swaplines letztens verwendet worden sind. Und ihr seht, wir haben einen Screenshot hier heute mitgebracht von Economist, und das war vom 18. Juni 2020. Und das war natürlich genau während der Corona-Pandemie. Damals hat man auch diese Swaplines angewendet, um eben den Dollar zu schwächen. Und das hat auch perfekt funktioniert. Und man kann auch generell sagen, dass die Swaplines sehr negativ für den Dollar sind. Und jeder weiß natürlich beim West Invest, Hannes und ich haben uns immer schon sehr auf den Dollar fokussiert, auf den Dollarraum fokussiert, auch auf den Dollarzyklus fokussiert. Und wir können uns heute schon etwas sagen, dass wenn der Dollarindex unter die 100-Punkte-Marke fallen sollte, dann kann man eigentlich schon sagen, dass der Dollar auch wieder abgeschossen worden ist und eine sehr starke Verkaufswelle im Dollar wieder starten sollte. Und das wiederum ist natürlich ein weiter steigender oder weiter sehr positiver Treiber für die Goldpreise. Wenn ihr über Gold noch sehr viel erfahren wollt, meldet euch bitte unbedingt jetzt sofort hier unter diesem Video völlig kostenlos für heute am Abend an, weil heute am Abend gibt es ein ganz detailliertes Gold-Update mit Marken zu Gold- und Silberminen, mit Marken zu Silber, wo, wie, wann jetzt es im Markt weitergeht. Also unbedingt heute am Abend einschalten, ist ganz, ganz wichtig. Hannes, vielleicht auch noch etwas, was man auch noch erwähnen muss. Gehen wir mal kurz von den USA noch mal ganz kurz zurück zu Europa. Und zwar, Christine Lagarde hat ja auch verkündet, dass sie eben in den Liquiditätsproblemen der Banken auch hier volle Unterstützung gibt. Und eben das ist der Grund, Leute, dass die Inflation wieder kommt, dass eben es wieder weitergeht mit dem ganzen Spiel, weil die globalen Finanzmärkte abhängig sind von dieser billigen Droge, von dem Geld, von dem Quantitative Easing. Und die Federal Reserve, Hannes, mit ihren Swaplines sorgt jetzt für ausreichend Dollarliquidität. Und wir können uns die nächsten Jahre, vielleicht nicht kurzfristig, aber die nächsten Jahre auf ein absolutes Feuerwerk einstellen in allen Assets, die von einer Dollarabwertung profitieren. Der Drogensüchtige hat einen Zug versucht und es ist misslungen. Und das Ganze sehen wir am Beispiel der großen Bankenkrise in Europa. Wieder bekommen wir ein Thema, mit dem uns abgelenkt werden soll, das uns den Sommer über wahrscheinlich begleiten soll und uns in Angst und Panik über unsere Stammeinlagen und all die großen Krisen beschäftigen soll. Am Ende des Tages, Benjamin, steht dahinter eine einfache Erklärung. Am 11. Dezember 1942 hat die USA die Kriegswirtschaft eröffnet. Die USA ist in den Weltkrieg eingetreten und hat damit die Kriegswirtschaft offiziell betreten. Die USA hat die Kriegswirtschaft niemals mehr seit 1942 verlassen. Immer mehr Länder wurden torpediert, nicht nur torpediert, sondern auch bombardiert. Immer mehr Präsidenten, mehr Krieger. Und die Waffen dazu waren einmal natürlich das US-Militär, der wichtige US-Militärkomplex, die größte Wirtschaftsmacht in der USA, der größte Abnehmer für alle Industriezweige in den USA und auf der anderen Seite die US-Dollarleitwährung. Und dazu muss man eines sagen, man hat auf der Welt viele Kolonien geschaffen, unter anderem in Europa, in Deutschland und in der europäischen Osterweiterung unter Clinton hat man das Ganze dann noch größer gemacht. Und ja, jene Kolonien sollen jetzt auch in diese Kriegswirtschaft eintreten, wie uns die großen europäischen Führungspersönlichkeiten, Panetta etc., Ursula von der Leyen, schmackhaft machen. Und damit sehen wir, wo die Reise hingeht. Damit sehen wir die Reise, wo sie klar hingeht und was auf uns zukommen soll. Es ist kein Zufall, dass in einer Woche eine US-Bankenkrise gestartet wird und sie dann in der nächsten Woche auf Europa und die Heimat des Geldes, die Schweiz, übergreift. Das ist kein Zufall, dass dort dann die nächsten großen Namen bald in den Schlagzeilen stehen werden und wir alle wieder weitergetrieben werden, wie wir getrieben worden sind seit 2001, seit der Angst vor dem Terror, seit 2008 vor der Finanzkrise, seit 2015 mit der Flüchtlingskrise, seit 2019 mit der Covid-Pandemie und jetzt natürlich haben wir die neue Schlagzeile, den Krieg natürlich, habe ich ganz vergessen, den Krieg gegen den bösen Despoten und Russland und Putin und jetzt natürlich am Ende des Tages die Bankenkrise.
Ja, und wir müssen uns immer die Frage stellen, gehen wir mal zurück und stellen uns die Frage, warum ist das Ganze passiert? Warum geht eine Credit Suisse pleite? Warum haben wir jetzt schon wieder überall in den USA eine große Krise? Ja, weil eben die Federal Reserve innerhalb von einem Jahr die Zinsen von 0% auf 4,75% erhöht hat, Leute, weil die Federal Reserve massiv Liquidität aus dem Weltfinanzsystem gezogen hat. Das ist der einzige Grund, warum wir da heute stehen, wo wir da sind. Und wenn du in einem überschuldeten System die Zinsen erhöhst und die Liquidität rausziehst, dann wird eben ein Boom, der durch Kredit entfacht wird, endet in einem sogenannten Bust. Und sobald der Bust da ist, was wir derzeit haben, Schrägstrich Bankenkrise, fängt die Zentralbank wieder erneut an, den nächsten Boom zu kreieren. Und das wollen sie jetzt wieder, wird mit einer kleinen Verzögerung jetzt eintreten. Deswegen merkt doch bitte eines. Wenn jemand die Zyklen versteht, wenn ihr euch mit den Zyklen befasst, den Wirtschaftszyklen, den Kreditzyklen, das ist das, was wir machen, dann seid ihr viel die profitableren Investoren. Und deswegen nochmal, meldet euch heute am Abend. Meldet euch für heute am Abend an, weil da sprechen wir genau über diese Zyklen. Wir sprechen über die Chancen, die es gibt. Und Hannes, aus dem Grund, vergesst bitte auch nicht, dass die Zyklen heute, besonders heute, aber auch die nächsten Monate sicherlich nicht schlafen werden. Benjamin, begonnen haben wir das Video mit Teile und Hals schon genau das Thema. Und es geht damit der Grund für das Ganze ist, im Hintergrund eine machtelitäre Gruppe weiter am Zepter der Macht zu lassen. Die Mittel dazu haben wir heute im Video in vielen, vielen Schritten erklärt und gezeigt. Und was wir daraus tun können, wie wir da am besten investieren können, Benjamin, du hast gesagt, heute am Abend mit dabei sein. Wir bei InvestiBest nutzen gemeinsam die Chancen dieser epochalen Zeit. Deswegen seid Teil dieser unfassbar guten Gemeinschaft. Bis heute am Abend um 19 Uhr. Tschüss, Leute. Tschüss.